Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um einen Müller-Haul gehen. Ja, ich war im Müller und habe so ein bisschen was eingekauft. Leider gab es in dem Müller, wo ich war, nicht alles, was ich wollte. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen was gefunden und habe eigentlich auch mehr gekauft, wie ich wollte. Aber trotzdem dachte ich, ich zeige euch das mal. Es ist nicht viel. Aber ich wollte die Sachen auch einfach wegräumen und starte jetzt einfach mal durch. Und zwar habe ich zu einem endlich die Maske entdeckt, die ich unbedingt haben wollte. Von Cadea Vera, Chocolate Dream Maske mit Kakaobutter und Schokoladenduft, intensiv pflegend für alle Hauttypen. Und ich liebe ja so Düfte. Ich wollte die eigentlich für die Füße verwenden, habe jetzt aber festgestellt, dass man die abwaschen soll. Und ich werde die aber trotzdem irgendwie verwenden. Ja, zweimal habe ich die mitgenommen, weil ich die super interessant fand. Und ich bin sehr gespannt auch auf den Duft. Dann durften tatsächlich vier Duschgel mit. Zu einem von Tracalmoon. Happiness Elixir, das Duschgel, weißer Tee Maracuja-Duft. Da habt ihr vielleicht in meiner Drohüber-Review mitbekommen, dass ich das Peeling davon nicht mochte. Was aber nicht wirklich am Duft lag, sondern eher am Peeling-Effekt. Fand ich halt einfach zu lasch für meine Haut. Aber der Duft war schön und ich finde auch das Duschgel vom Duft her super. Ich liebe ja, wie gesagt, Maracuja-Duft. Beziehungsweise, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr das. Ich liebe Maracuja, Mango, Pfirsich. So Düfte sind total meins. Und deswegen durfte das einmal mit. Und dann einmal dieses hier. Da war ich mir tatsächlich hundertprozentig sicher, dass ich es eigentlich nicht mitnehme. Love in a Seashell, das ist mit Monoi-Vanilleblütenduft. Eigentlich gar nicht meins, so Monoi-Duft ist nicht meins. Aber ich habe dran geschnuppert. Auch wenn ich nicht viel rieche aktuell, finde ich, riecht das super angenehm. Nach Sommer und irgendwie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen erfrischend, aber dennoch irgendwie cremig. Fand ich super interessant. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Es gibt ja jetzt auch noch dieses Honeybee als Duschgel. Das werde ich mir vielleicht auch mal noch anschauen. Aber aktuell, ja, habe ich jetzt die zwei mitgenommen. Dann einmal hat Aveo ja neue Duschen rausgebracht, sind die Verpackungen verändert und neue Düfte. Leider gab es das, was ich eigentlich wollte, das mit Granatapfel nicht. Aber ich habe diese LE entdeckt. Und zwar die Cremedusche Exotic mit Fruchtextrakten. Das ist, wie gesagt, limitiert. Hier sind Schmetterlinge drauf und Kolibri und Ananas. Fand ich sehr interessant. Ich rieche da jetzt mal dran. Habe ich tatsächlich noch nicht. Riecht aber auf jeden Fall ganz schön. Ja, werde ich ausprobieren. Ist halt ein Duschgel, ne? Und dann einmal, da war ich auch schon länger auf der Suche nach, das Duschgel Gute Laune. Das ist mit Lycea Cubeba und Zitrone und Orange. Und vielleicht wisst ihr oder kennt ihr von Kneipp das, wie heißt das? Das Gelbe, auch mit Lycea Cubeba und Zitrone. Und ich dachte, okay, könnte ein Dupe sein. Nimmst du das mal mit? Und ich habe auch hier noch nicht dran geschnuppert, tatsächlich. Oh doch, riecht sehr schön. Sehr intensiv und stark zitrisch, könnte mir sehr gut gefallen. Ich merke das von Kneipp auch total gern. Und das hier ist halt wesentlich günstiger. Es kostet unter 2 Euro. Das von Kneipp kostet ja fast 4 Euro. Und dazu gibt es auch noch eine Bodylotion. Es gibt auch noch eine Seife dazu. Die gab es bei mir leider auch wieder nicht. Aber hier die Bodylotion durfte einmal mit. Aromapflege. Und was ich ganz lustig finde, die haben jetzt solche Sicherungen irgendwie dran. Zumindest am Dusch, an der Bodylotion. Ja, verstehe ich nicht ganz, weil wenn man das einmal aufmacht, dann sieht man das nicht wirklich, dass es schon offen war. Riecht aber auf jeden Fall auch super, super schön und werde ich auch testen. Ja, und tatsächlich war es das auch schon wieder. Das waren alle Produkte, die ich mir gekauft habe. Wie gesagt, nicht viel. Ich werde aber wahrscheinlich, bis ihr dieses Video seht, auch nochmal im Müller gewesen sein. Vielleicht finde ich da die restlichen Produkte noch, die ich gerne gehabt hätte. Aber ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.